Hallo, in diesem Video seht ihr unser erstes Video mit Helmkamera, wo wir zum See reiten und dort mit den Pferden baden gehen. Ja, jetzt wollen alle drei wieder nicht weiter. Da haben sie am Anfang wieder mal eine Phase gehabt, wo wirklich keiner gehen wollte. Meistens ist es dann Chili, der was weitergeht. Hier streikt er schon wieder. Aber schließlich geht er dann jetzt doch weiter. Hier bei den Flatterbändern haben sie sich vor allem Cora sehr geschreckt. Aber danach haben wir ein Schrecktraining gemacht und dadurch ist es ein bisschen besser geworden. Dieses Eisen da vorne mit den Rillen, wo jetzt gerade Cora drüber geht, ist sehr, naja, gefährlich kann man nicht sagen, aber wenn es rutschig ist, weil es geregnet hat oder so, dann ist es sehr gefährlich beim Drüberreiten. Da haben wir ab und zu ist er schon fast ein Pferd ausgerutscht und das hätte ziemlich in die Hose gehen können. Die Pferde sind zwar nicht hingeflogen, aber ein bisschen gerutscht, ist es trotzdem gefährlich. Also da etwas aufpassen. Da, wo wir jetzt gerade hinunterreiten, da kann man auch von der anderen Seite wirklich schön hinauf galoppieren. Und das haben wir auch schon öfters gemacht, weil es einfach lustig ist, wenn die Pferde bergauf galoppieren müssen. Und hinunter das Stückchen auf der Straße, das zieht sich ziemlich in die Länge, weil es doch ziemlich, weit bergab geht.
aber man ist eigentlich ziemlich schnell dann beim See. Ja, bla bla bla. Da sind wir dann kurz hinaufgetrabt, obwohl man eigentlich nicht auf Asphalt oder auf harten, wie soll man sagen, auf harten Boden sollte man ja eigentlich galoppieren und traben, weil es für die Füße und für den Huf generell nicht gut ist. Aber das kleine Stückchen. Meistens reiten wir auf die Seite, aber ab und zu sind immer auch den Autofahrer da, die was so freundlich sind und uns vorbeigehen lassen. Aber eigentlich sollten eher die Reiter auf die Seite gehen. In diesem Fall sind wir jetzt auf die Seite gegangen, weil es auch einfach da zu eng wäre, wenn das Auto ausweichen müsste. Außerdem ist es von hinten gekommen und dann hätte es uns ein Stück nachfahren müssen. Das ist jetzt auch nicht das Beste. Und da haben wir es erreicht. Das Erste, was die Pferde in Gedanken gehabt haben, war fressen, fressen, fressen. Ich habe nur zwei Strick genommen, weil wenn er weiter ins Wasser gegangen wäre und ich oben gesessen wäre, dann sind Zügel, die was zu, also wirklich zu sind, nicht geöffnet. Ziemlich schlecht. Wenn das Pferd hineintreten würde, dann könnte es sein, dass es sich so schlimm verheddert, dass es sogar dann ertrinkt. Und da habe ich eben einfach zwei Stricke genommen, die ich in der Trense eingehängt habe. Aber im Endeffekt ist er dann eh nicht so weit hineingegangen. Hier führt Kat jetzt mal Chips hinein. Am Anfang war sie eher skeptisch, aber dann ist sie ziemlich schnell eigentlich hineingegangen. Da war ein Schwan. Da habe ich mich nicht so weit hinausgetraut eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Weil vor Schwäne und Enten habe ich sehr viel. Der Chili wollte am Anfang gar nicht zum Wasser. Normal ist er ja beim Wasser, also bei Pfützen und so, sehr angetan. Da steigt er hinein und pritschelt dumm und ja, beim See nicht, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil er auch Wellen waren und so. Dann haben wir im Wasser einen Apfel gefunden, den haben wir gleich mal hergenommen, um ihn ein bisschen zu locken, was auch ein bisschen geholfen hat. Jetzt habe ich den Chili endlich mal hineingekommen. Zumindest zwei Schritte. Ja, da ist er wieder hinaus, keine Ahnung. Die Wellen haben ihn nicht so angetan. Aber nächstes Jahr
möchten wir auch öfters zum See gehen, einfach so zum Reinreiten, wenn es zu heiß ist. Weil es für sie einfach auch angenehmer ist. Und für uns natürlich auch. Also für beide eigentlich. Für Reiter und Pferd. Die ersten Schritte waren, ja, wie soll man sagen, fühlen sehr angsterregend, weil er wirklich die Füße hinaufgezogen hat, wie wenn Wasser giftig wäre. Aber dann ist er wirklich brav noch zwei, dreimal hineingegangen, weil da waren eben zwei so, wie soll man sagen, wo man hinuntergehen konnte. Und da sind wir halt immer so einen Kreis gegangen. Ja, Gypsy war da wirklich, wie man sagen kann, eine Wasserratte. Die ist wirklich drinnen gewesen, hat herumgeplanscht. Jetzt haben wir sie noch ein bisschen fressen gelassen und dann bin ich auch noch baden gegangen. Das heißt, gerade hier Chili genommen und ich bin dann einfach, weil ich habe mir den Bikini angezogen und dann bin ich einfach noch schnell in den See gegangen und habe mich schon abgekühlt, kam mit so Kleidung wieder an und dann sind wir auch schon wieder heimgeritten. Tschüss, bis zum nächsten Mal!